Digital Pianos für Einsteiger. Jetzt schauen wir uns das Kawai Home Piano CN301 an. Es ist das Topmodell von Kawais CN-Serie und sollte insofern noch mehr drauf haben als das kleinere CN201, das wir bereits getestet haben. Ja, am besten spielst du mal an und das was mal hören. Genau. Also ich muss immer wieder sagen, bei den Kawai-Pianos, der Sound ist immer gut irgendwie. Das ist immer schön, ja. Natürlich kann man da noch ein bisschen mehr oder sehr viel mehr hören, wenn man jetzt bei den großen Modellen ist, bei der CA-Serie. Da hat man dann diese Rendering-Klangerzeugung. Das ist natürlich dann nochmal deutlich ein Schippe drauf. Trotzdem, der Grundsound, das ist ja auch hier, da nehmen wir gleich hier die App dazu, das ist auch der SK EX Concert Grand, das ist das Aushängeschild von Kawai, das ist der Konzertflügel, der Shigeru Kawai SKEX. Genau. Klingt für meine Ohren sehr ordentlich. Also klingt total gut, ausgewogener Sound, kennt man auch so von Kawai natürlich, so ein typischer Kawai-Klavier-Basic-Sound. Und was hier natürlich, hier haben wir quasi eine Nicht-Holz-Tastatur. Genau, das ist eine herkömmliche Digital-Piano-Tastatur, also die hat jetzt keine vollständigen Tasten, die über so einen Waagebalkenstift geführt sind, sondern die ist so in sich gefaltet und da ist so ein Hammer integriert, der eben dann diese Hammermechanik, diese Bewegung oder Hammer-Action simuliert. Ja. Ja. Aber trotzdem muss man sagen, sie lässt sich trotzdem super spielen. Also der Klang mit der Tastatur, auch ohne Holztasten. Wie lässt er sich kontrollieren jetzt über diese Tastatur? Ich finde es eigentlich ganz gut, also mir gefällt es. Also, ja, ich kann jetzt nicht sagen, wie viel da verändert wurde zum Vorgänger, zu der Vorgängerserie, CN-Serie, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden die Verbindung zwischen Klang und Spielgefühl ist auch hier sehr gut. Ja, also das ist diese Responsive Hammer 3 Tastatur, die war auch schon beim Vorgängermodell eingebaut, aber die ist in dieser Version hier nochmal überarbeitet und zwar haben sie sich da Gedanken gemacht um die Geräuschentwicklung. Das stört ja viele, wenn sie Digitalpiano spielen, dass die Tastatur eben klappert. Also klappern in Anführungszeichen. Natürlich macht so eine Tastatur, es ist eben auch ein mechanisches Element. Also da werden ja auch wirklich Hämmer bewegt. Natürlich macht die Geräusche, das lässt sich gar nicht vermeiden. Allerdings hat man beim Digitalpiano den Vorteil, dass man die Lautstärke regeln kann, wenn man dann ganz leise spielt. Dann hört man das Klopfen eben sehr, sehr laut. Ja, das stimmt, ja. Ja. Oder auch, wenn man mit dem Kopfhörer irgendwo sitzt im Wohnzimmer und jemand anders möchte gerne Fernsehen, dann stört das natürlich. Ne? Aber man muss sagen, diese Geräusche sind eigentlich sehr... Also, wenn man jetzt genau drauf achtet, dann hört man das schon, ja. Ja, man hört es schon, aber es ist wirklich... Also auf einem wirklich, also ich kenne Tastaturen, die deutlich mehr klappern. Auf jeden Fall. Also das ist wirklich gut gelöst eigentlich, das Problem. Ja, ja. Also es zeigt ja, dass da noch was geht. Ja, was die Dämpfung der Geräusche betrifft. Ja. Naja, gut. Lass uns noch ein paar andere Sounds hören. Das war jetzt, wie gesagt, dieser Shigeru Kawai SKX. Dann haben wir den EX Concert Grand. Mhm. Ein bisschen brillanter, ein bisschen konzertartiger, würde ich jetzt sagen. Ja. Hat ordentlich Juice, würde ich sagen. Hat Juice, ja. Und also auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied zum,
zu dem anderen Basic Sound. Und das ist ja sowas, was ich oft bemängle. Man hat bei vielen Marken 100 Klaviere und die klingen irgendwo alle gleich. Und hier merkt man schon, klingt schon irgendwie deutlich anders. Ja, genau. Das ist jetzt nicht ein Grundsound, der mit EQs eben irgendwie angepasst wird. Ja. Auch diese Möglichkeit gibt es hier. Aber das sind wirklich eigenständige Sounds. Auch wenn wir jetzt hier weitergehen, da haben wir dann einen kleineren Flügel. Hört man auch sofort. Weniger Volumen, intimer. Klingt wundervoll, also wirklich toll. Ja, hat Charme, auf jeden Fall. Super. Also. Ja, also als eine weitere Variante, die mal eben so dabei ist, ich finde das schon echt klasse. Und ach, guck mal, da haben wir noch ein Upright. Ja, wunderbar. Typische Upright, aber auch nicht zu Saloon-mäßig, sondern so, also genau an der richtigen Stelle. Also du meinst nicht so verstimmt. Ja, also manchmal ist es wirklich upright ein bisschen too much. Und das ist so, wo man sagen kann, okay, das könnte jetzt auch irgendwie so ein, so ein typisches Upright sein, was ja aber auch seinen Charme hat. Ja, völlig. Ja, diese App, die finde ich ja auch immer wieder erwähnenswert. Da gibt es ja dann die Möglichkeit, auf die Klänge mit dem Virtual Technician dann Einfluss zu nehmen. Also man kann das Resonanzverhalten ändern, man kann die Seitenresonanzen in der Intensität einstellen. Wer das möchte, also wer damit kreativ werden möchte, das ist natürlich ein ganz interessantes Feld. Diese App gibt es für Android- und iOS-Geräte. Ist eine wunderbare Sache. Also man kann auch so das Piano bedienen. Hier haben wir hier die Damper Resonance, das Voicing. Das ist eine Spezialität der KW-Pianos. Mhm. Damit, also jetzt arbeiten wir hier in dem Normal-Mode und man kann das ein bisschen mal auf Mellow stellen. Es ist der Flügel weicher intoniert, also die Hämmer sind entsprechend gestichelt. Merkt man, ja. Müsste in der Ansprache eben ein bisschen langsamer sein. Ja, hört man auch. Dynamik gab es da noch, der ist auch interessant. Er hat einen großen Dynamikbereich, den kannst du nämlich, also jetzt ist er ja auch ähnlich wie dieser Mellow Sound. Wenn du aber ein bisschen mehr Dynamik gibst, merkst du, dass da mehr kommt. Ja. Das finde ich eine total interessante Sache. Das sind also jetzt nicht neue Samples, sondern das sind die Grundsounds, die sich aber mit dieser Funktion, intonieren lassen. Also wie ein Klaviertechniker an einem Klavier sitzt und eben die Hämmer bearbeitet, um ein bestimmtes Klangverhalten hervorzurufen. Das können alle KW-Pianos übrigens. Das finde ich sehr gut. Super. Sehr intuitiv zu bedienende App. Eigentlich selbsterklärend alle Funktionen und man hört halt in Echtzeit sofort die Änderung. Cool. Ja, krass. Finde ich absolut gut. Der Klassiktest. Ich muss es immer wieder dazu sagen, ich bin kein Klassik-Experte, aber ich benutze Klassikbeispiele, um die Anmutung von Klassik an so einem Digitalpiano zu testen. Ganz einfach. Ist das ja interessant. Also wenn du Jazz spielst zum Beispiel, hat man immer, das klingt immer so wunderschön groß im Zusammenhang, aber wenn man nur wenige Töne spielt, kann man die Artikulation an so einem Klaviersound natürlich sehr gut raushören. Ne? Ja. Ich benutze dafür immer die Diabelli-Variationen, einmal diesen Diabelli-Walzer und dann halt von Schubert eine Variation. Die werden ganz unterschiedlich gespielt und damit kann man sehr gut die Artikulationen eben rausspielen. Mhm. Also da kann man schon mal hören, was da eigentlich in dem Klang steckt. Da geht schon ein bisschen was. Ne? Ja. Also und dann ganz Piano weiter. Also das geht sehr gut. Klingt schon. Spielt sich über diese Tastatur auch wirklich sehr sicher. Das kann man sehr gut ansteuern, finde ich. Sehr gut. Die von Schubert wird getragener gespielt und dann gucken wir, ob das der Klang auch gibt, ne?
finde, das funktioniert auch sehr gut. Ja. Also oft hat man ja das Gefühl, ich möchte jetzt mal doch noch mal einen Sound suchen. Das kann man sich ersparen. Es hat der Klang alles drauf. Finde ich gut. Lass uns noch ein paar andere Sounds hören. Gut, dann schauen wir uns noch ein paar andere Sounds an. Mhm. Ich glaube, da gibt es auch E-Pianos. Gehört ja zu jedem Digitalpiano dazu. Ja. Ja. Gut. Wunderbar. Ah, mit den richtigen Effekten noch. Ja, sehr schön. Also, würde ich sagen, gut. Ja, absolut. Wunderbar. E-Pianos, wunderbar. Was haben wir da noch? Ja, da gibt es alles mögliche. Sakralorgeln, Jazzorgel und Klavinett, Vibraphon, Marimba, wer auch immer das braucht. Dann auch so synthetische Sounds. Atmosphere, New Age Pad und das sind, glaube ich, dann die richtigen Sounds, wenn man so Dual Sounds machen möchte. So, da haben wir das Electric Piano und nehmen hier mal dann einen von diesen wunderbaren, wo sind sie denn jetzt? New Age Pad. Probieren wir das mal aus. Oh, das ist aber schön, wenn man das E-Piano lauter macht. Und hat eigentlich ganz leise im Hintergrund diesen synthetischen Sound. Das ist cool. Ja, das ist cool, ja. Also für sich gesehen ein ganz unspektakulärer Sound vielleicht, aber in dem Zusammenhang klingt es super. Also ja. als Dual-Kombination klingt super. Gut, können wir das auch abhaken. Ist tipptopp hier an Sounds, was man bekommt. Und ich glaube, da kann man ganz gut zusammenfassen. Das ist ein super Einsteiger-Piano, aber auch für Fortgeschrittene. Ich glaube ja, ne? Definitiv. Alles dabei, gute Tastatur, guter Klang, gute Bedienbarkeit. Gute Konnektivität mit der App. Ja. Und man muss sagen, dass es natürlich schon ein Hammerpreis ist irgendwie. Ne? Also ich bin für 1.800 Euro. Ich bin ja fast vom Stuhl gefallen. Also muss ich sagen, ist mehr als fair. Ja. Absolut. Wenn man jetzt auch die größeren Digitalpianos von Carver kennt, da hat man auch schon die Qualität dieser Klänge in diesem Modell. Ja, das ist schon, gut. Gut, dieses SKX Rendering, das ist nochmal dann eine ganz andere Kategorie. Trotzdem, den Grundsound hat man einfach auch in diesem Instrument. Was ich gut finde, ist tatsächlich, dass man sich hier über die Lautsprecherkonstruktion nochmal Gedanken gemacht hat. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Es klingt also für sich gesehen im Raum schon mal gut. Ja. Ja. Da hat man ja, da erlebt man ja so die eine oder andere Überraschung, wenn man dann das Piano so hört, wenn die Lautsprecher so nach unten abstrahlen, das klingt dann sehr mickrig. Ja. Und ja. Ich denke, es war gut, da ein bisschen zu investieren und das Soundsystem zu überarbeiten. Und also für unter 2.000 Euro, muss ich sagen, Hammer. Ja, und dabei, du sagtest Konnektivität. Man hat hier auch die USB-Anschlüsse und man kann auch das iPad über ein Kabel anschließen. Das geht auch. Es hat also USB-MIDI und Bluetooth-MIDI. Und es gibt auch Bluetooth-Audio. Also man kann Online-Lessons machen zum Beispiel, euer Thema, und kann den Sound eben dann in das Piano bringen, kann dazu spielen. Optimal, ja. Ja. Also Gesamtwertung würde ich sagen top. Auf jeden Fall.